das alles einfach nicht verstehen. Was entgeht mir, Onkel? Was ist es, das ich sehen sollte? Chaldeum ist frei von Belial und seinen Lügen. Es verbleibt nur noch Asmodan. Er schickt seine Armee aus, um uns aus dem Herzen des Ariad-Kraters anzugreifen. Die Bastion ist alles, was noch zwischen uns und der völligen Niederlage steht. Ich werde nicht zulassen, dass sie fällt. Wow, was ging denn da gerade ab in dieser Sequenz? Jedenfalls herzlich willkommen zu Let's Play Diablo 3. Lange nicht mehr gezockt und hier im Schneesturm befinden wir uns auf den alten Gemäuern einer komischen Wand. Oder einer komischen, Wand, kann man so sagen. Die große Wand von Bastion. Und an so ein komisches Gemäuer könnt ihr euch schon mal gewöhnen, denn der dritte Akt besteht fast ausschließlich daraus, dass wir über solche Steinmauern latschen. Naja, hallo Tyrael, was geht denn ab mit dir? Die Verteidigung der Bastion wird durchbrochen werden. Die Soldaten sind versprengt und fliehen vor Asmodans Horden, die sich aus dem Ariad-Krater ergießen. Und wenn die Bastion fällt, wird Asmodan den schwarzen Seelenstein an sich nehmen. Wenn das geschieht, ist diese Welt verloren. Die Bastion wird standhalten. Ich werde ihre Verteidiger versammeln. Entzündet die Signalfeuer und zeigt diesen Soldaten, dass wir noch nicht besiegt sind. Die Rettung ist da. Geht, ihr werdet dort unten gebraucht. Solche Signalfeuer kenne ich auch noch aus Herr der Ringe Teil 3, glaube ich. Rückkehr des Königs oder so heißt das doch. Da haben die doch auch diese Signalfeuer entzündet, ne? Na, mal rein in die Waffenkammer. Ich hoffe, da gibt es geile Waffen für uns. Der schwarze Seelenstein wird wärmer. Er begehrt auf.
Er widersetzt sich sie. Sie flüstern mir aus dem Inneren zu. Die Dämonen im Inneren versuchen zu entkommen. Allein deine Kraft kann den Stein zusammenhalten, meine Tochter. Es ist eine schwere Bürde, aber das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen. Hier ist der schwarze Seelenstein, mit dem hat Lea ja auch schon in dieser Videosequenz interagiert. Naja, gut. Die Zitadelle der Bastion. Irgendjemand muss die Notfeuer anzünden. Aber ich nicht. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Das sieht übel aus. Das hier ist unser neuer Haupthub hier. Das, was New Tristram im ersten Akt war und das, was das Wüstenlager im zweiten Akt war, ist hier tatsächlich jetzt dieses komische Quartier hier. Engels vernommen. Lass den Ruf erschallen. Die Bastion wird nicht fallen. Auf keinen Fall. Auf jeden Fall nicht, solange ich da bin. Oh, hier sind aber schon zahlreiche Gegner. Die Hölle selbst kommt, um euch zu vernichten. Dämonensoldaten dienen den Armeen der Hölle als Kanonenfutter. Ihre Meister setzen sie fürs Grobe ein und verwenden sie in den meisten Schlachten als Vorhut. Sie selbst sind leicht zu begeistern, wenn sich ihnen die Möglichkeit bietet, ihr großes Talent für Gewalt zur Schau zu stellen. Wenn sie nichts zu tun haben, greifen sich die Soldaten sogar öfters gegenseitig an. Was für Idioten auf jeden Fall. So, Wehrwelle der Himmelskrone. Signalfeuer auf den Wehrwellen der Himmelskrone entzündet. Wir 5 Stück. Wir haben das Feuer gesehen. Wir müssen die restlichen entzünden, aber die Dämonen sind überall. Ja, das sehe ich hier schon. Ernst? Makellose Amethyst, den würde ich auch gerne mitnehmen. So, hier, die haben zum Glück gar keine Chance gegen mich, weil das solche Lappen sind. Truhe. Nice, einfach mal so eine Truhe. Duplikate. Das klingt ja alles sehr, sehr vielversprechend. Ich möchte mir das gerne angucken, alles. So, Umkehrung. Das nochmalige Wirken von Teleportation innerhalb von 5 Sekunden lässt euch sofort an den Ausgangsort zurückkehren. Das halte ich nicht für sinnvoll. Sturmrüstung. Gewitter. Erhöht den Schaden der Stromschläge auf 300% Waffenschaden. Das möchte ich. Das möchte ich, klar. Warum nicht? Und passiv haben wir auch noch was gelernt, was Neues, nämlich Paralyse. Blitzzauber haben eine Chance von 15% zu betäuben. Ne, das lassen wir mal weg. So, schön die Rüstung hier nehmen und dann geht's ab hier. Entzünden wir mal die Feuer jetzt. Das ist nämlich unsere Aufgabe hier. Und die ganzen Gegner hier, die wollen sich mit uns prügeln, ne? Aber das lassen wir die nicht so leicht machen. Ich mag diesen Laserbeam sehr, sehr gerne. Aber ich mochte auch schon diese Kugel sehr, sehr gerne. Und auf der Karte sehen wir jetzt schon das erste Feuer, was entzündet werden soll. Wahrscheinlich müssen wir hier lang gehen, um das zu erreichen. Also diese Blitzrüstung ist so lustig. Ihr seid ein willkommener Anblick, Heldin. Von Jahren um ein Haar eine Schlacht gegen Tyrael verloren hatte. Die Engel brachten ihre leuchtenden Flügel glorreich zum Einsatz, um die Dämonenscharen auszumanövrieren. Es ist hoffnungslos! Hier ist ganz schön viel los irgendwie auf dieser Mauer, ne? Also ich weiß nicht. Zu viel für meinen Geschmack. Ganz schön. Ich glaube, wenn wir auf leicht spielen würden, dann wären hier auch weniger Gegner. Aber dann werde ich wieder beleidigt als Noob. Und so. Das kann ich ja nicht so auf mir sitzen lassen. Deswegen machen wir das hier schön auf Hard Mode. Also nicht Hard Mode, aber harter Schwierigkeitsgrad. So, dass das zweite entzündet. Ja, danke, ne? Inzwischen schon tolle Items bekommen. Hier, nee, das ist Blödsinn. Ach nee, hier wollte ich die Bewegungsgeschwindigkeit behalten. Und die gesockelte Rondache. Toller Name. Ist leider nichts, weder für mich noch für meinen Begleiter. Nur wenn ich den Krieger, also den... Ja, den Krieger heißt er doch, oder? Wenn ich den dabei hätte, der könnte das sinnvoll nutzen. Aber den habe ich ja nicht dabei, von daher ist das komplett Wurst. Hat der Gegner sich da gerade festgebackt, oder was? Kann sein, ne? Oh, guck mal, das ist vielleicht ganz gut. Feuerfertigkeiten benutze ich leider nicht. Aber ich nehme das Ding trotzdem, weil es sweet Stats hat. Und
Sweet Stats sind voll sweet. Niemand kann mich aufhalten. Es ist eine Ehre, an eurer Seite kämpfen zu können. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. So, zwei Leuchtfeuer fehlen aber noch. Mal gucken, ob wir die noch finden. Das Geile an dem Laserbeam ist halt, dass er auch durch mehrere Gegner durchgeht im Vergleich zu dem Eisstrahl, den wir ja ganz am Anfang des Let's Plays auch hatten. Der Eisstrahl ist richtig lächerlich, aber hier dieser Laserbeam, der macht richtig Bock. Also, ihr macht hier ganz schön viel Lärm, wenn ich das mal so sagen dürfte. Lasst uns das doch hier einfach mal in Ruhe hier ausdiskutieren, anstatt hier mit Fäusten immer hier oder mit Zaubern irgendwie hier die Brutalität zu bevorzugen. Das kann ich gar nicht so nachvollziehen, wieso ihr das wollt. Habt doch sowieso keine Chance. Da oben ist noch ein Leuchtfeuer, welches ich mit Freuden entzünde. Unser Champion ist zu mächtig. Diese Bastarde. Noch nicht bereit. Ein einziges Leuchtfeuer ist noch übrig, aber das sollte doch auch eigentlich nicht sonderlich weit weg sein. Rein der Logik halber müsste es ja hier diesen Weg weitergehen. Ich glaube, dieser Akt ist aber nicht mehr so lang wie der zweite, so rein von der Spiellänge her. Und der vierte ist eigentlich nochmal ein Witz dagegen, glaube ich. Das habe ich inzwischen auch in Foren so gelesen. Ich habe ja ein bisschen nachgeschaut, wie lange andere Leute so gebraucht haben, um Diablo 3 durchzuzocken. Einfach um so ein bisschen zu benchmarken, wie gut ich im Vergleich bin. Ich brauche mehr Zeit. Und ich habe festgestellt, dass viele Leute sagen tatsächlich, dass der vierte Akt mit Abstand der kürzeste ist. Oh, ein legendäres Item hier. In so einem random Gegner. Das ist natürlich cool. Das ist natürlich sehr nett. Bei der nächsten Gelegenheit durchsuchen wir oder schauen wir uns dieses Item mal an. Vielleicht ist es ja voll das geile Ding gewesen. Bei den brennenden Höllen. Was ist das? Ja, was denn? Hast du irgendwas? Kolossaler Golgor. Die kolossalen Golgor sind nichts weiter als ein kolossales Märchen. In der Mythologie sind sie die Söhne eines berüchtigten Dämonen, der im Zorn die halben Höllen in Schutt und Asche legte, nachdem die großen Hügel während des dunklen Ziels besiegt worden waren. Fände ich eine Goldmünze für jeden. Ihr seid ein willkommener Anblick, Heldin. Ups, jetzt habe ich diesen Bucheintrag einfach abgebrochen, aber das sind wir inzwischen schon gewohnt. Ist also das Insekt, das mir so viel Ärger gemacht hat. Schlag euch um. Du wirst mich nicht vom Seelenstein fernhalten. Ich glaube, die blauen Items, die brauche ich gar nicht mehr angucken, weil die so wenig Bonus-Stats haben. Das hier würde ich gerne angucken, aber ich glaube, ich kann es gar nicht ausrüsten, oder? Weil das ist schon rot markiert hier. Oder liegt das an meinem Level? Nee, das kann nicht der Grund sein. Ich identifiziere das mal. Mal gucken, was drin ist. Aschemantel. Feuerfertigkeiten, 7% mehr Schaden, mehr Intelligenz, mehr Vitalität. Hydra benutze ich nicht mehr. Erhöht den Radius, in dem Gold aufgehoben wird, um ein Meter, ist ja ein Witz. Reduziert die Ressourcenkosten von Feuerfertigkeiten um 30%. Zählt eigentlich das hier als Feuerfertigkeit? Nee, das zählt als Arkan, okay. Soll ich das nehmen, ey? Mit einer derartigen Rüstung könnte man sogar das Höllenfeuer überstehen. Macht weniger Schaden, ey. Das ist. Oh, weiß nicht, ey. Ja, okay, ich nehm's. Dann sehen wir mal ein bisschen anders aus. Hallo, Dalen! Was bei den Höllen war das? Eine Illusion, um euch zu ängstigen. Wir haben die Feuer gesehen, die von euch angezündet wurden. Die Furcht hat uns nicht mehr in ihrem Bann. Die Katapulte können zwar die feindlichen Linien durchbrechen, aber wir können sie nicht aus ihren Schächten hochziehen, solange noch Dämonen in Scharen über die Mauern klettern. Keine Angst. Ich sorge dafür, dass die Katapulte hochgezogen werden. Die Dämonen sollen lernen, was Angst bedeutet. Allerdings erst das nächste Mal, wenn wir wieder Diablo zocken. Denn dann geht's weiter, wenn wir diesen Raum hier betreten, Steinfort, und da Katapulte hochziehen. Seid auf jeden Fall dabei, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Ich werde auf jeden Fall weiter zocken. Bin gespannt, wie es hier zu einem Abschluss kommt, dieses Game. Auch wenn das Ende noch einiges in der Zukunft liegt. Aber ja, bis zum nächsten Mal, falls ihr Bock habt. Bis dann, Leute, und Tschüssikowski.